im nächsten Vortrag. Digitale Zwillinge, Maschinenbau, was bringt uns das? Was geht heutzutage noch ohne Digitalisierung? Eigentlich gar nichts mehr. Und wir haben uns die Frage gestellt, welchen Herausforderungen müssen sich unsere Kunden stellen? Denn wir müssen ihnen ja dabei helfen, erfolgreich zu sein und die Anforderungen ihrer Kunden wiederum umzusetzen. Welche Möglichkeiten können sich daraus ergeben? Die Bedürfnisse der Kunden stehen im Fokus. Wir wollen, dass sie erfolgreich sind. Ohne Digitalisierung ist heutzutage eigentlich nichts mehr möglich. Die Produkte müssen schneller, individueller, günstiger produziert werden. Und Digitalisierung ist der Schlüssel dazu. Maschinen- und Anlagenbauer profitieren davon, von den Vorteilen dieser Entwicklung und möchten das natürlich dann auch und müssen das an ihre Kunden weitergeben. Ja, ich würde mal sagen, wir schauen uns an, was das Thema Digitalisierung bei Bausch und Ströbel, das ist eine Maschinenfabrik in Ilshofen, bereits möglich gemacht hat. Film ab. Digitalisierung. Unheimlich spannend. Was uns treibt, ist die Begeisterung. Um gemeinsam in der Zukunft erfolgreich zu sein. Digitalisierung, da liegt die Zukunft. Digitalisierung, da liegt die Zukunft. Und der digitale Zwilling, der ist bereits am Leben. Das ist nicht mehr eine Geschichte, Industrie 4.0, Zukunftsmusik. Nein, wir setzen es bereits um. Und in dem nun nachfolgenden Highlight-Dialog erfahren Sie, wie reale Erfolge durch digitale Zwillinge erzielt werden können. Wie neue Maschinen schneller entwickelt werden können, wie die Inbetriebnahme verkürzt werden kann und zugleich die hohe Qualität sichergestellt werden kann. Das ist nämlich nur durch Digitalisierung möglich. Bitte begrüßen Sie herzlich auf der Bühne Dr. Hagen Gehringer, den technischen Geschäftsführer von Bausch und Ströbel, und Marco Gierden, unseren Business Development Manager. Und Sie links? Ich gehe links, ja. Hallo, herzlich willkommen, Herr Dr. Gehringer. Hallo. Wundervoll, dass wir da sind. Dankeschön. Ganz, ganz tolle Sache, und wir werden Ihnen nun in 45 Minuten ein ganz spannendes Unternehmen vorstellen, Bausch und Ströbel, Sondermaschinenbau im Bereich Pharmazie, Flüssigabfüllung, und zeigen Ihnen dort, wie wir bereits heute mit der Digitalisierung erfolgreich in der Realität Maschinen bauen. Herr Dr. Gehringer, was treibt Sie an? Was treibt Ihre Kunden an? Warum unterstützen wir Sie mit Digitalisierung bereits heute im Maschinenbau, um dort erfolgreich zu sein? Erstmal die Frage, wer sind unsere Kunden? Das sind die pharmazeutischen Unternehmen, die große und kleine, die Medikamente abfüllen, die dann die Patienten bekommen. Was treibt die an? Sicherheiten der Produktion war schon immer ein ganz wesentliches Thema, weil die Medikamente, die appliziert werden, sollen natürlich frei von Kontamination sein. Den Effekt, den Trend, den wir feststellen in der pharmazeutischen Industrie, ist, dass die Effizienz in der Produktion eine immer höhere Rolle spielt. Und das Zweite, dass sich die Medikation auch in zwei Teile unterteilt, immer stärker. Das ist die Medikation, die in hohen Dosen hergestellt wird, in hohen Chargen hergestellt wird, und dann meistens die etwas teure, neuere, modernere Medizin, Biomedizin, die in kleineren und mittleren Chargen hergestellt werden, die zum Teil ja therapiebasiert, das heißt abgestimmt auf den Patienten sind. Also sprechen wir ja auch von individualisierter Massenproduktion in der Pharmazie. Absolut richtig, ja. Ganz genau. Das heißt, für Ihr Unternehmen, für Bausch und Ströbel konkret, wie gehen Sie damit um, mit dieser Anforderung? Wie werden Sie dieser gerecht? Ja, also Maschinen und Anlagen zum Abfüllen, die sicher sind, das sind wir gewohnt aus der Historie. Wir kommen auch aus dem Umfeld, dass wir kundenindividuelle Maschinen herstellen für den Hochleistungsbereich. Da hat sich gar nicht so viel geändert. Neu ist das Produktsegment der flexiblen, standardisierten Maschinen, wo der Kunde auch deutlich kürzere Lieferzeiten erwartet und auch sich ein anderes Preissegment vorstellt. Das nächste, was noch dazu kommt, die erhöhten Erwartungen an die Verfügbarkeit, bedeuten auch, dass der Kunde immer mehr wissen will, wie verfügbar ist denn die Anlage, und das heißt, immer mehr Inspektions-Vision-Systeme halten Einzug in unsere Maschinen. Das heißt, Ihre Geschäftsmodelle, Bausch und Ströbel, ist ein
50 Jahre altes Unternehmen. Sie haben in diesem Jahr Geburtstag gefeiert. Das heißt, sehr, sehr traditionell, lange, erfolgreiche Historie. Und wie haben sich die Geschäftsmodelle verändert? Wo stehen wir heute und wo wollen wir vielleicht auch hin? Erstmal möchte ich korrigieren, wir sind ein junges Unternehmen. Ja. Wie verändert sich das, die Geschäftsmodelle? Traditionell haben wir Anlagen gemacht, die der Kunde mit uns spezifiziert hat, und dann gab es eine entsprechende Lieferzeit und die Linie wurde mit dem Kunden entwickelt. Die Zeit haben wir in vielen Fällen heute nicht mehr. Das heißt, für uns gibt es einmal das neue Segment der Standardmaschinen, die wir wesentlich stärker vorbereiten müssen und die der Kunde mit leichten Änderungen aber so kauft, wie wir sie entwickelt haben. Das heißt, wir müssen heute anders entwickeln als früher. Wir wissen nicht mehr so viel über den einzelnen Kunden. Das Zweite ist, über die Verfügbarkeit gibt es eine wesentlich stärkere Verzahnung zwischen uns als traditionellen Maschinenlieferanten und dem Kunden, der produziert. Wir sehen uns heute als Produktionspartner unseres Kunden. Mhm. Inwiefern spielt Innovation für Ihre Kunden eine Rolle? Pharmazie, sehr, sehr konservativ, so wie ich es kenne. Und was heißt Innovation? Was heißt Innovation für Bausch & Ströbel? Was heißt Innovation für Ihre Kunden? Wie würden Sie das definieren? Ja, die pharmazeutische Industrie hat den Ruf, konservativ zu sein. Ich glaube, es stimmt nicht ganz so. Natürlich gibt es in diesem Umfeld einen aufwendigen Validierungsprozess, wo jede Maschine durchlaufen muss und damit auch jede Innovation durchlaufen muss. Innovationen, die aber eine höhere Verfügbarkeit sicherstellen oder einen Beitrag zur Sicherheit leisten oder besser unterscheiden lassen, was ist ein gutes Produkt, was ist ein schlechtes Produkt, die können schon Einzug halten. Das heißt, wenn wir auf den Aspekt Digitalisierung nochmal abheben, in Kombination mit Innovation, gibt es hier auch sehr, sehr große Hürden, Kritik oder Ängste, die vielleicht die Innovation auch hemmen, oder sehen Sie das nicht? Es waren jetzt viele, viele Fragen. Ich fange mal an mit der Digitalisierung. Was bedeutet Digitalisierung? Digitalisierung für uns heißt letzten Endes, dass Daten digital vorliegen müssen. Das ist der erste Teil, den kennen wir aber aus der Vergangenheit schon. Der zweite Schritt ist eigentlich, dass wir mit den Daten, wir oder die Kunden, was anfangen können. Ja. Insofern, was bedeutet jetzt die Digitalisierung für uns in den nächsten Schritten? Ist einfach, unsere Maschinen verändern sich noch mehr in Richtung Daten erstellen. Die Kunden erwarten auch immer mehr Daten, um sicherzustellen, dass das, was sie produzieren, nachvollziehbar ist. Wir brauchen die Daten natürlich, um den Kunden eine Verfügbarkeit wieder sicherzustellen. Denn nur wenn ich Daten einer Maschine habe, kann ich sie zurückholen, kann beurteilen, läuft die Maschine einwandfrei oder gibt es irgendwo einen Lagerverschleiß. Das heißt, er sollte das Lager auswechseln. Das sind ganz wesentliche Aspekte. Jetzt der zweite Teil war, glaube ich, die Skepsis bei der Digitalisierung. Das ist natürlich die Frage, Skepsis bei den Kunden, Skepsis bei uns im Haus. Fangen wir mal mit den Kunden an. Wir haben vor einigen Jahren haben wir begonnen, diesen Mockup, den es als Holzmodell gab, umzustellen in einen virtuellen digitalen Mockup. Früher ist der Kunde gekommen, Holzmodell. Im Holzmodell hat er untersucht, inwiefern Komponenten der Anlage für ihn erreichbar sind, zum Warten oder zum Formatwechsel und ob das alles so aussieht, wie er sich das vorstellt. Dazu hat er Experten zu uns geschickt und die haben dann mit ihren Armen reingegriffen und geschaut, ob sie so ein Modul oder so eine Komponente erreichen können. Alles auf Holzbasis. Als wir umgestellt haben ins Digitale, war zunächst mal beim Kunden auch so eine Barriere, wo sie gesagt haben, ist das das Gleiche wie das Holzmodell oder nicht? Die Anfänge haben wir überwunden und wir können heute mit dem digitalen Modell eine ganz andere Leistung, ganz anderes Ergebnis unseren Kunden zur Verfügung stellen. Nämlich, während früher das ein subjektiver Eindruck war von der Person, die zu uns geschickt wurde, können wir heute unterschiedliche Personengrößen in unsere virtuelle Umgebung einblenden, können die Kräfte auch anzeigen, die auf diese Person wirken, wenn er eine bestimmte Komponente austauscht. Das heißt, der Kunde bekommt heute von uns ein objektives Ergebnis und damit kann er viel mehr anfangen, als wenn ein rein subjektives kommt. War eine Hürde am Anfang. Aber über den Verlauf von 1 bis 2 Jahren hat sich das digitale Modell durchgesetzt. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Ja, und dann können wir weitermachen mit interner Skepsis bei der Digitalisierung. Die gibt es natürlich auch. Wir sind Unternehmen, traditionell aus dem Maschinenbau kommend. Und wie immer im Maschinenbau dominiert die Mechanik. Und die Leute, die die Mechanik vertreten, waren früher in Anführungszeichen die Könige im Unternehmen, weil die haben entschieden, ob eine Maschine gut funktioniert oder nicht. Heute haben wir durch die Digitalisierung natürlich einen Wandel. Das entdecken wir bei uns schon allein. Wie viele Mechaniker haben wir heute? Oder
mechanische Konstrukteure und wie viele Leute aus der Steuerungstechnik haben wir. In der Zwischenzeit habe ich im Unternehmen mehr Leute aus der Rubrik Steuerungstechnik als mechanische Konstrukteure. Wir entwickeln heute anders. Wir entwickeln heute viel mehr über Funktionen und beziehen die Steuerungstechnik und die Bewegung viel früher ein und machen dann die Mechanik. Und das ist natürlich ein geänderter Arbeitsablauf. Wenn wir über den Bereich Daten, wir haben sehr, sehr oft Daten gehört. Daten natürlich gehören zur Digitalisierung. Ja. Daten heißt aber auch Security. Datensicherheit, wie gehen Sie damit um? Auch dort kann ich mir vorstellen, gibt es sicherlich besonders in der Pharmazie vielleicht Bedenken, wie gehen wir mit Daten um? Wie können wir Daten so managen, dass alle damit einverstanden sind und dass mit den Daten auch nur das geschieht, was mit den Daten geschehen soll? Das ist zum einen natürlich eine intensive Abstimmung mit dem Kunden. Wir haben vor einigen Jahren begonnen und haben da ein Modul in unsere Maschinen reingebracht, ein Service-Modul, wo wir Zugriff auf unsere Maschinen haben. Da haben wir erste Erfahrungen gesammelt, wie sensibel unsere Kunden speziell im pharmazeutischen Umfeld sind beim Zugriff auf ihre Maschinen. Da können Sie sicher sein, wir haben alles unternommen, doppelten Handshake-Verfahren und so weiter. Also wir durften nur drauf, wenn einer quittiert hat, wir durften nur Daten runterholen, wenn wieder einer quittiert hat. Insofern sind wir uns dieser Sensibilität bewusst. Wenn wir heute eine Anlage spezifizieren, machen wir das nicht nur mit den Produktionsleuten, der Einkauf ist auch immer dabei, sondern heute auch normalerweise mit den IT-Leuten unserer Kunden. Weil mit denen stimmen wir ab, welche Daten brauchen die, um in ihre MES hochzuladen und welche Daten in welchem Modus können wir denn wieder bekommen. Das ist ganz unterschiedlich je nach Kunde. Der eine Kunde ist da offener. Es gibt aber auch Kunden, die sind heute noch sehr verschlossen. Aber wir diskutieren mit unseren Kunden diese Lösung und selbst es kommen auch immer wieder stärker jetzt Vorschläge von den Kunden selber, die sagen, könnt ihr das in die Cloud oder in diese Systemumgebung hochladen? Das passiert. Das klingt nach einer sehr, sehr guten Vorbereitung für die Digitalisierung. Digitalisierung soll auch unser nächstes Thema sein, Digitalisierung im Maschinenbau. Das heißt, was bedeutet Digitalisierung für Sie persönlich? Und im weiteren Verlauf, wie wirkt sich Digitalisierung heute schon in Ihrem Unternehmen aus? Also, ich habe es vorhin kurz ausgeführt, Verfügbarkeit von Daten digitaler Form und dann was draus machen, diese Daten handzuhaben. Das unterteilen wir wieder in das Digital Engineering. Das ist die Phase, wo die Maschine bei uns im Haus ist, bis sie bei uns außer Haus geht. Und dann digitale Betriebssimulation. Das ist dann, wenn die Maschine beim Kunden steht und produziert und wir dann über digitale Information einfach einen Beitrag zur Verfügbarkeit leisten können. Entsprechend unterschiedlich sind auch unsere Aktivitäten. Wir reden heute vom Digital Engineering. Ich habe das digitale Mockup eingeführt. Bei uns ist das heute normal. Auch unsere Maschinen haben meistens einen Laminarflow. Der muss man gewährleisten. Der verhindert, dass unsere Produkte oder die Produkte des Kunden kontaminiert werden. Auch das können wir heute simulieren in einer virtuellen Umgebung und können dem Kunden so mitteilen, dass so wie die Anlage aufgebaut ist, wir eine laminare Strömung haben. Dann ein digitaler Design Review mit dem Kunden ist heute auch normal. Bei uns im Haus für alle neuen Linien ist es auch selbstverständlich, dass unsere Entwickler, die Konstrukteure mit den Monteuren, die nachher die Anlage aufbauen, zusammen in die virtuelle Umgebung gehen und dort diese Anlage, bevor wir sie aufgelegt haben, bevor die Teile produziert werden, schauen die sich gemeinsam die Anlage an, prüfen, ist das so montierbar, passt das alles so, damit die Monteure auch überzeugt sind. Das klingt schon heute nach einem parallelen Engineering der verschiedenen Disziplinen. Das heißt, in Ihrem Hause ist das bereits umgesetzt. Die Mechaniker arbeiten nicht mehr seriell mit den Elektrotechnikern etc., sondern wir haben von Anfang an ein paralleles Engineering. Ich würde sagen, wir haben einen Teil davon umgesetzt. Wir haben einige Prozessschritte digitalisiert. Die große nächste Hürde, und da sind wir mittendrin, ist die digitale virtuelle Inbetriebnahme. Die wird nochmal richtig viel bei uns im Hause bewegen, weil das dann auch wirklich die Parallelisierung dasteht von der Mechanik und der Steuerungstechnik, Programmierung. Welche Betriebsablaufsänderungen haben Sie bereits getätigt? Vielleicht können Sie das kurz ausführen. Wo wollen Sie hin? Wo stehen wir heute? Gibt es interdisziplinäre Arbeitsweisen, neue Methodiken etc.? So, wir haben in dem Fall sogar organisatorisch umgestellt, bevor wir die Prozesse umgestellt haben, weil wir der Meinung waren, dass es die Prozesse erleichtern wird. Und wir haben die Entwicklung, die früher mechanisch war, und dann gab es eine separate Entwicklung, Steuerungstechnik und Programme, die haben wir zusammengelegt. Bei uns heißt die Entwicklung heute Mechatronik und beinhaltet aber die komplette Programmierung.
Und die Prozesse haben wir umgestellt. Wir haben allerdings, und da unterscheiden wir, Innovationsprozesse, das sind die Produkte, die wir im Haus entwickeln, und Kundenprojekte, das sind meistens Änderungen von bestehenden Projekten, die wir früher mal ausgeliefert haben, um eine Kundenanlage zu machen. In dem Innovationsbereich haben wir im Prinzip unseren Prozess schon heute umgestellt auf die digitale Entwicklung. Mhm. Sehr, sehr spannend. Kommen wir nochmal zu den veränderten Geschäftsmodellen, den Geschäftsmodellen Ihrer Kunden. Und Sie wollen, Sie haben es schon ausgeführt, bessere Maschinen bauen. Sie wollen einen besseren Service bieten, einen noch besseren Service bieten. Und für mich ist spannend, wohin wird sich die Welt verändern? Das heißt, es gibt viele Ansätze. Jawohl, wir werden vielleicht mal wegkommen von dem Maschinenverkauf hin zum Thema Verfügbarkeit verkaufen. Diese Themen, spüren Sie das auch schon? Ja, wir spüren es. Das geht wieder zurück auf das Thema OEE, Verfügbarkeit. Als Maschinenlieferant, und wir haben einen sehr guten Servicebereich bei uns im Haus, als Maschinenlieferant liefern Sie eine Maschine hin und die steht dann beim Kunden. Der Kunde hat die Experten, um das Medikament abzufüllen, das heißt seine eigentliche Produktion. Und genau die Schnittstelle macht eigentlich die Verfügbarkeit aus. Weil was den Kunden fehlt, ist natürlich ein Stück weit das Know-how der Maschinen. Was uns als Maschinenlieferantin wieder fehlt, ist das Know-how zu produzieren. Und dann stellt sich die Frage, können die Kunden leichter lernen, das Maschinen-Know-how aufzunehmen, oder können wir es leichter lernen, das Produktions-Know-how aufzunehmen? Und das, glauben wir, dass der zweite Schritt eben der leichtere Schritt ist, sodass wir schon erkennen, dass wir immer stärker an das Thema Verfügbarkeit, das heißt, der Kunde sagt uns eigentlich in Zukunft mal, wann er was produzieren will, und dass die Anlage funktioniert und diesen Batch durchlaufen kann, das garantieren wir ihm. Das sehen wir als Geschäftsmodell in der Zukunft. Wenn wir vielleicht mal so einen Abnahmeprozess beschreiben als Stichwort, wie läuft das heute ab, wenn Sie das vielleicht der Zuhörerschaft kurz ausführen könnten, damit man eine Vorstellung hat, was bedeutet der Abnahmeprozess heute im pharmazeutischen Maschinenbau? Wir haben ja eine ganze Menge Abnahmeprozesse. Ja, also der erste, den Digital Mockup habe ich ausgeführt, der zweite Abnahmeprozess ist das Design Review, wo die Kunden zu uns ins Haus gehen und wir ihnen die Konstruktion vorführen in dem 3D-Umfeld und sie dann schauen, ob da alles passt und ob sie Vertrauen zu der Anlage haben oder aus ihren Erfahrungen irgendwas geändert haben. Der nächste Schritt ist, der Kunde kommt zu uns ins Haus, nämlich dann, wenn die Maschine aufgebaut ist und sie soweit funktioniert. Und dann gibt es, je nach Kunde, gibt es bestimmte Hürden, die man überwinden muss. Da gibt es meistens einen 2-Stunden- oder 4-Stunden-Lauf, wo dann die entsprechende Menge durchproduziert werden muss. Meistens nicht mit richtigen Medikamenten, sondern mit Placebos. Wenn wir dann den hausinternen Test absolviert haben, und ein ganz wesentlicher Teil davon ist nicht nur der Dauerlauf, sondern auch die Funktionstests, die Alarmtests, sicherstellen, dass nichts schiefgehen kann durch Fehlbedienung. Ja, das ist ein ganz wesentliches Paket heute in der Abnahmetest. Wenn wir das absolviert haben, dann wird die Maschine zum Kunden versendet und dann unterstützen wir den Kunden vor Ort zum SAT, das heißt Site Acceptance Test, unterstützen ihn bei der Installation, beim Aufnahme, bei der Inbetriebnahme vor Ort, bis er eben vor Ort seine Basisproduktion durchlaufen hat. Und wenn wir nun diesen beschriebenen Prozess uns vorstellen, wo gibt es die größten Probleme und wo wird Ihnen die Digitalisierung voraussichtlich diese Probleme mildern oder gar komplett eliminieren? Die Frage ist ja nicht, wo gibt es die größten Probleme, sondern wo werden die größten Probleme ausgelöst? Mhm. Ja, und die liegen meistens am Anfang. Das heißt, wenn ich konzeptionell die Maschine nicht richtig durchdacht habe und das nicht simuliert habe, dann mag das ganz spät am Ende rauskommen, aber die Endphase ist nicht schuld an diesem Problem, das wir haben. Das heißt, je mehr wir am Anfang darüber wissen, über die Maschine, umso sicherer können wir sein, dass hinten raus nichts mehr passiert. Das ist zum Beispiel, ich nehme das Beispiel Smoke Studies. Das ist heute ein vorgeschriebener Prozessschritt zwischen FAT und SAT, das der Kunde produzieren kann. Berücksichtigt genau Beurteilung der Laminarströmung. Wenn wir unsere Simulation vorher im Haus machen, dann weiß der Kunde, der Smoke Study muss er machen. Das ist eine Anforderung, aber er weiß auch, es wird nichts passieren. Und genauso müssen wir das mit allen Komponenten machen. Dazu gehört für uns auch in Zukunft die Alterung der Maschinen ein Stück weit vorherzusehen. Hat sich dahingehend die Erwartungshaltung Ihrer Kunden schon verändert? Also erwarten Ihre Kunden bereits heute ein Digital Engineering in diesem Prozessschritt? Ja. Ja, also früher mussten wir die überzeugen und war das eine längere Diskussion. Heute, die Kunden, die es einmal gemacht haben, die fordern das eigentlich von uns. Ja.
Der nächste Schritt wird sein, ob die Kunden überhaupt noch kommen oder ob die nicht ein Protokoll wollen, das ein Videoclip sein kann und entsprechende Auswertung, wann sind wo die höchsten Kräfte aufgetreten und wie groß sind die und ob das nicht reicht. Dann sparen wir uns Reisekosten und Zeit. Ja, das ist ein sehr, sehr positiver Nebeneffekt. Meine Frage ist an der Stelle, sprechen wir Ihrer Meinung nach von einem disruptiven Veränderungsprozess oder sehen Sie das eher als schleichenden Prozess? Wie ist Ihre Wahrnehmung in Ihrem Bereich? Mal so. Ja, also die Grundidee ist schon disruptiv, das Fortschreiten ist jetzt aber nicht so disruptiv, denn wir bauen weiterhin Maschinen, wir bauen sie nur anders und wir wissen auch, das Drumherum um die Maschinen wird immer wichtiger. Ich glaube aber schon, in der letzten Stufe wird es schon ein disruptives Modell sein, weil wir klassisch herkommen, wir verkaufen eine Maschine, die mechanisch geprägt war und zukünftig spielt eigentlich nur noch die Verfügbarkeit eine Rolle. Das heißt, ich muss anders die Produkte entwickeln, denn die Lebensdauer kann ich ganz anders selber bewerten, wenn die Verfügbarkeit garantieren muss. Und für uns sind die Daten, die aus der Maschine kommen und die Simulation dann dieser Daten und was bedeutet das für die nächste Charge in der Produktion, die werden für uns immer viel wichtiger werden und das nimmt einen immer größeren Anteil im Unternehmen dann ein. Wie wird das von Ihren Ingenieuren angenommen? Das heißt, die Erwartungshaltung auf der einen Seite, können Ihre Ingenieure heute bereits vollständig damit umgehen oder befinden wir uns da auch noch auf einem Weg dahin? Wir sind auf dem Weg dahin und wir sind ja ein traditionelles Unternehmen, uns zeichnet aus, dass wir eine ganz niedrige Fluktuationsrate im Unternehmen haben, auch im Entwicklungsbereich. Das heißt, die durchschnittliche Zugehörigkeit unserer Mitarbeiter liegt bei über 15 Jahren und das liegt, ist die nicht noch höher, es liegt daran, dass wir in den letzten Jahren auch viele eingestellt haben. Die Frage ist, wie nehmen wir die Leute mit auf diesem Weg? Denn dass es da die Skeptiker gibt, ist ganz normal, denn wenn einer 20 Jahre anders entwickelt hat, warum soll der heute auf die Idee kommen, und da mitgehen, dass alles anders sein soll. Plötzlich spielt die Steuerungstechnik eine Rolle, plötzlich gibt es alles digital, früher ging es doch auch. Das sind ganz normalen Wege. Wir haben uns für einen Weg entschieden, dass wir Pilotgruppen machen. Deshalb auch in dem Bereich Innovation angefangen. Das heißt, wir suchen uns ein Team an Leuten heraus, die bereit sind, den neuen Weg zu gehen, die da aufgeschlossen sind, die da sogar begeistert sind an der ganzen Digitalisierung. Und die lassen wir mit einzelnen Produkten vorauslaufen. Und dieses Produkt, wenn es dann fertig ist, geht wieder in die anderen Bereiche rüber. Und so schaffen wir aber über diese positive Stimmung und über die Ergebnisse, die wir erzielen, schaffen wir eben auch eine positive Stimmung, dass andere dann sich dem Weg anschließen. Um nochmal darauf zurückzukommen, zu den Geschäftsmodellen Ihrer Kunden. Also hat sich der Verkauf Ihrer Maschinen bereits heute verändert im Vergleich zu der jungen Historie von vor 50 Jahren? Also wir verkaufen heute im überwiegenden Maß immer noch Maschinen. Der Anteil der Service-Wartungsverträge ist natürlich höher geworden. Die Art der Abstimmung ist heute eine andere. Also wir haben heute, ich habe es vorhin ausgeführt, mit den Standardmaschinen, wo der Kunde schon weiß, was er will und sagt, die und die Maschine möchte ich. Das ist ein ganz kurzer Prozess. Bei den Hochleistungsmaschinen haben wir einen eher viel ausführlicheren Prozess und da dominiert eigentlich oder diktiert auch die Interaktion in das Kundennetzwerk IT immer stärker natürlich die Belange. Wenn Sie die Historie Revue passieren lassen, heißt das, der Absatz kann gesteigert werden oder ist gleich geblieben oder ja, der Absatz, sehen Sie da einen kausalen Zusammenhang? Der Absatz wird gesteigert, er wurde gesteigert, er wird gesteigert. Wir haben natürlich das Glück, dass die Pharmazie ein wachsender Markt ist und den wollen wir auch erschließen. Und ein Teil, warum wir Digital Engineering machen, ist ja auch, um deutlich schneller im Entwicklungsprozess zu werden, um unseren Kunden schneller Anlagen zur Verfügung stellen zu wollen und natürlich auch im Markt zu wachsen. Ja, wunderbar, spannendes Thema. Da könnten wir uns sicherlich noch sehr, sehr lange darüber unterhalten. Was für uns auch sehr, sehr wichtig ist, führen Sie doch bitte Ihre Erwartungen an Siemens aus. Was kann Siemens tun, um Ihnen genau mit dem vorgeschriebenen, geschilderten Prozess entsprechend zur Seite zu stehen? Wie ist also Ihre Erwartung an uns? Die Erwartung ist natürlich eine hohe, aber die hohe Erwartung begründet sich auch in der erfolgreichen Zusammenarbeit in der Vergangenheit. Insofern fußt das sehr gut. Wir sind Maschinenbauunternehmen mit zunehmendem Anteil an Steuerungstechnik. Das ganze Thema Digitalisierung wollen wir nutzen, wir wollen es aber nicht entwickeln. Also ich habe eh schon eigentlich viel zu wenig Softwaretechniker im Haus. Das heißt, das ganze Rückgrat
zu machen. Angefangen von einer virtuellen Umgebung, von der richtigen CAD-Umgebung mit den Modulen, die wir brauchen, bis hin zu einer virtuellen Inbetriebnahme, auch als integrierten Ansatz, dass ich die Antriebe bewegen kann. Das ist die Erwartung von uns an das Hause Siemens, weil das verkürzt natürlich, vereinfacht unser Leben und verkürzt dadurch die Entwicklungszeit. Wenn wir nochmal auf die Veränderung zu sprechen kommen, im Engineering-Prozess ganz konkret. Wenn wir uns anschauen, was wir in den letzten Jahren in Ihrem Hause mit Ihnen gemeinsam alles erleben durften, wie wir die Prozesse bereits heute verändert haben, was ist für Sie der stärkste Hebel, um in der Engineering-Effizienz voranzukommen? Ich weiß nicht, ich glaube, der stärkste Hebel entsteht aus den einzelnen Modulen, die wir zusammen gemacht haben. Aber vielleicht zusammenfassend die Integration von Prozess und Technik. Denn es nützt mir nichts, wenn ich ein hervorragendes digitales Umfeld habe, aber ich habe keine Komponenten, die ich darin beschreiben kann. Also brauche ich auch die Komponenten. Es nützt mir aber auch nichts, wenn ich eine tolle SPS-Umgebung habe mit entsprechenden Antrieben, wo ich aber keine Simulation dazu habe, passend. Also diesen integrierten Ansatz mit dem Thema, dass Siemens einfach kontinuierlich den Stand der Technik vorantreibt, wo wir folgen können und ein Stück weit auch immer versuchen zu beeinflussen, damit unseren Anforderungen genügt. Ich glaube, das ist der größte Hebel. Also Integration von Hard- und Software, ja. Traditionell begonnen seit vielen Jahren, man kann fast sagen Jahrzehnten, mit der Steuerungstechnik, immer stärker ausgeweitet in die Softwarelandschaft, und dort ist die Integration der Schlüssel, um hier die Engineering-Effizienz zu steigern. Engineering-Effizienz heißt ja aber auch, um nochmal auf die Menschen, die ihre Mitarbeiter zurückzukommen, was müssen wir tun, um diesen Engineering-Workflow auch, was den Faktor Mensch anbelangt, optimaler gestalten zu können? Ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg. Dadurch, dass wir die Pilotgruppen haben, dass wir mit den Pilotgruppen zusammenarbeiten, dass wir von ihnen auch eine sehr gute Betreuung haben bei den neuen Themen, wenn Fragen kommen. Und die Skepsis gibt es auch bei unseren Experten immer wieder. Wird es funktionieren oder wird es nicht funktionieren? Wie gehen wir damit um? Da haben wir natürlich mit Ihnen einen hervorragenden Ansprechpartner, um genau dann die Fragen zu beantworten und es gemeinsam voranzutreiben. Ich bin mit dem Pilotgruppenansatz hervorragend unterwegs, meiner Meinung nach, und das ist der richtige Ansatz. Ja, Pilotgruppenansatz ist auch das Stichwort. Wir haben in der Mitte unseres wundervollen Standes Ihre Maschine, die SFM 5110, stehen. Vielleicht beschreiben Sie in ein paar Worten, was ist das für eine Maschine, wozu dient die Maschine, was ist der Hintergrund? Und dort haben wir einen vollständig digitalen Zwilling realisiert, gemeinsam mit Ihnen, der letztlich dann auch zu dieser Maschine in der Realität geführt hat. Also, das ist eine Spritzenmaschine, das heißt, die Spritzen werden gefüllt und verschlossen mit einem Stopfen. Mehr wird in dieser Maschine nicht gemacht und die ganzen Spritzen werden in sogenannten Tabs und Nestern bereitgestellt und nachher auch heraustransportiert. Für uns ist es eigentlich ein Produkt, das es schon etwas länger gibt. Wir haben uns aber entschieden, dieses Produkt vor einiger Zeit als Prototyp für die Digitalisierung zu nehmen. Warum? Weil wir uns die Frage gestellt haben, wenn wir eine neue Maschine, die wir noch nicht kennen, dafür nehmen und zugleich den Prozess neu machen, ob wir dann die Komplexität und das Risiko des Scheiterns nicht zu sehr erhöhen. Und deshalb haben wir eigentlich eine bestehende Maschine genommen und haben an dieser bestehenden Maschine diese digitalisierten Abläufe dargestellt und sind jetzt unheimlich zufrieden, dass wir da einen digitalen Zwilling haben, an dem wir unheimlich viel beschreiben können, an dem wir unheimlich viel zeigen können, und zugleich gelingt uns auch ein sehr gutes Abbild mit der Realität, denn die Maschine haben wir schon ein paar Mal verkauft und da wissen wir, wie die sich im Feld bewährt. Das heißt, die Realität wird 1:1 übernommen aus der virtuellen Welt, kann man das so sagen? Ja, eine idealisierte Realität wird übernommen. Ja. Das ist meine nächste Frage. Wie nah sind wir da Ihrer Meinung nach heute schon dran, dass wir sagen können, die virtuelle Inbetriebnahme als Stichwort genügt uns zu X%, um in der Realität dann erfolgreich zu sein? In Prozente würde ich mal sagen, 70% ungefähr sind wir dabei. Das heißt, die idealisierten Abläufe können wir auch, Synchronisation von Antrieben können wir. Was natürlich heute noch fehlt, ist natürlich Reibungsparameter richtig reinzunehmen oder die Charakteristik von den Motoren selber, von den Getrieben. Aber das sind die nächsten Schritte, die kommen werden. Insofern haben wir eine sehr, sehr gute Grundlage für eine Basisprogrammierung. Die Parametrierung, die machen wir dann an der Maschine selber noch. Da können wir in dem Prototyp noch nicht
so viel machen, außer die Basisparameter. Ja. Also was wir heute tun, ist quasi das Dreigestirn Simatic Machine Simulator nutzen, bestehend eben aus PLC Sim Advanced, einer Software PLC, die gekoppelt ist mit dem möglichst realitätsnahen Verhaltensmodell auf Basis Simit. Und wir können von Anfang an die Daten, die im Konzeptdesign gewonnen wurden, quasi mit Leben erfüllen, mit Hilfe der beiden weiteren Komponenten. Und genau das zeigen wir, wie gesagt, an unserer realen Maschine und nebendran auch am realen digitalen Modell, was 1:1 der Maschine entspricht. Und das ist wirklich sehr, sehr imposant. Ihre Erwartungen zum Thema Engineering Workflow enden bei der virtuellen Inbetriebnahme oder gehen wir auch in Bereiche wie Service oder auch die Betriebsdaten der Maschine? Sie haben gesagt, Sie wollen in Zukunft auf die verändernden Geschäftsmodelle eingehen oder sich darauf einstellen in Form von Datenauswertung, in Form von Verfügbarkeit. Da schwingt bei mir gleich mit, jawohl, wir befinden uns im Betrieb der Maschine und was sind das für Daten und was können wir denn daraus ableiten? Also bei uns hört die Digitalisierung nicht mit dem Entwicklungsprozess auf. Denn wenn wir ein digitalisiertes Modell haben, das kostet ja nicht viel, das zu speichern. Das heißt, das können wir immer wieder vorholen. Und das ist genau das, was wir machen wollen für die spätere Service-Themen. Und dann hängt es natürlich vom Kunden ab. Kunden, die uns regelmäßig Daten zur Verfügung stellen, die können wir eigentlich in die Simulation einspielen. Wir können damit sehen, was wurde mit der Maschine gemacht und können auch Veränderungen entsprechend bemerken und dem Kunden Hinweise geben. Oder Kunden, die nicht ganz so offen sind, da können wir eben entsprechend, bevor wir einen Serviceeinsatz machen, dann als erstes mal die Daten abrufen, kennen dann den Anlagenzustand der Maschine und können den Serviceeinsatz wesentlich besser dann machen, wissen auch unter Umständen schon, welche Ersatzteile wir mitnehmen müssen. Wenn wir auf den Stichpunkt Alterung des digitalen Zwillings eingehen, ist das auch ein Thema heute? Wird es ein Thema? In mehrfacher Hinsicht. Wir reden heute davon, von der Ausfallwahrscheinlichkeit zunächst mal von Komponenten. Ja, und dann gibt es diskrete Modelle. Man tauscht also so und so viele Stunden, tauscht man Lager aus. Sicher ist sicher. Der nächste Weg ist eigentlich, dass man das ermittelt, wie gut ist der Zustand des Lagers wirklich, bevor man das dann wirklich austauscht. Insofern, ja. Das heißt, die Alterung ist also auf Basis der Produktionsdaten. Aber wir stehen heute noch nicht an dem Punkt, dass wir diese Daten in der Vollständigkeit, was den mechanischen Verschleiß, also Stichwort Condition Monitoring, bereits heute auswerten können. Wir können es als Inseln, können wir heute schon, dass wir eine ganze Maschine damit flächendeckend absichern oder die Hauptausfallkomponenten, soweit sind wir noch nicht. Weil da bedeutet es natürlich auch, dass wir es zuerst mal einbauen und dann müssen wir auch Erfahrung sammeln. Das heißt, wenn wir das an einem Lager eingebaut haben, um mal ein einfaches Beispiel zu nehmen, müssen wir auch wissen, welche Zustände treten denn wann ein und wann fällt es aus. Und das kriegen wir nicht nur über die Maschinen, entweder wenn wir sie selber testen bei uns im Haus, die Lager testen, oder eben beim Einsatz im Kunde, wenn wir dann nachher, wenn das Lager ausgefallen ist, uns den Verlauf mal anschauen, wie es zu dem Ausfall kam und dann sagen können, also wenn wir die Vibrationen beispielsweise haben und wir die messen, dann wird es Zeit für das Lager. Aber das sind dann Erfahrungswerte und dafür brauchen wir auch die Daten der Maschinen. Ja, das ist genau das Stichwort. Erfahrung des Service-Ingenieurs. Wie bekommen wir das Know-how, die Erfahrung des Service-Ingenieurs in ein digitales Abbild übertragen? Sehen Sie einen Weg? Oder werden wir auch in Zukunft rein erfahrungsgestützt den Service ausgestalten? Ich glaube, es geht eher die andere Richtung. Ja, dass wir mehr und mehr Informationen im digitalen Modell haben, das auswerten können und den Servicemonteuren zur Verfügung stellen können. Ich glaube, der Weg wird dominieren. Das ist der andere Weg, dass wir das Wissen der Servicemonteure in die Maschinen reinbringen. Das können wir heute schon machen. Also das wissen wir, wenn wir ein Ersatzteilpaket, was der Kunde bei uns beauftragt, wenn wir das definieren, ist es ja nichts anderes als die Erfahrung des Service, die sich widerspiegelt, welche Komponenten fallen denn eher wahrscheinlich aus und sollte der Kunde bei sich im Lager bevorraten. Das haben wir schon, das können wir nicht auch leichter einfließen lassen. Aber der andere Weg ist der spannende und der bringt uns insgesamt und dem Kunden mehr. Und wenn wir diese Daten, die wir dazu benötigen, zu dieser Auswertung, wenn wir da an cloud-basierte Konzepte denken, auch da wieder Stichwort Security, wie ist hier die Skepsis, die Angst vor der Datenauswertung, was machen wir in dem Bereich?
Sehen Sie da eine Chance, kurzfristig, mittelfristig? Ich glaube, das ist ein mittelfristiger Prozess und wir werden uns bis zur Cloud hochhangeln. Das heißt, wir fangen zunächst mal an, in der Maschine sammeln wir heute schon Daten, dann werden wir in Linien Daten sammeln und über einen Line Integrator, über die Architektur die Daten der Linie sammeln. Und dann bleibt es aber immer noch im Haus und dann wird der nächste Schritt kommen, dessen die Cloud geht. Vielleicht hat die Cloud zunächst aber auch erstmal lokalen Charakter, wo man sich dann draufschalten kann. Mhm. Ich denke aber, da werden die Pharmaunternehmen von selber auch eine Entwicklung beitragen. Das ist ja auch in deren Interesse. Ja. Weil das wäre genau meine Frage. Ist die Akzeptanz gerade in dem sensiblen Bereich der Pharmazie heute schon gegeben? Oder wie ist Ihre Einschätzung für die Zukunft? Es lässt sich ja nicht so genau vorhersagen. Also wir hatten einen Kunden, der ist einem Hackerangriff zum Opfer gefallen, da hat nicht mehr der Aufzug funktioniert im Haus. Ja, wenn Sie so einen Kunden haben, dann brauchen Sie mit so einem Thema gar nicht kommen. Ja, der ist zunächst mal abgeschreckt, was Sicherheit anbelangt. Wir haben aber auch Kunden, oftmals sind es die kleineren, die haben nicht diese Ängste, die sehen sich auch wahrscheinlich nicht so als Target bei den Angriffen, die sind da offener. Ja, aber es lässt sich, ich glaube, dass es einfach ein Weg ist, wo wir eine gewisse Geduld brauchen, der wie von selber gegangen wird, bis die Leute Vertrauen haben. Ja, also wahnsinnig spannend, aber gleichzeitig auch sehr, sehr vielschichtige Themenkomplexen, die wir hier gemeinsam in den letzten 4 Jahren miteinander durchlebt haben und wir auf dem Weg sind. Ja, unser Ziel ist ja, bis 2020 möchten wir 30% in der Engineering-Effizienz gewinnen. Ja. Und wo stehen wir Ihrer Meinung nach? Was ist Ihr Gefühl? Wo stehen wir heute und wo müssen wir noch hin? Was sind die Punkte, wo wir noch ganz konkret dran arbeiten müssen und werden im nächsten Jahr? Ich glaube, dass das Thema Virtual Commissioning, das heißt die digitale Inbetriebnahme, die wird nochmal einen richtigen Schub bringen. Wir haben heute einiges in Vorbereitung gemacht. Wir sind heute effizienter im Engineering. Die digitale Inbetriebnahme, die wird den Schritt bringen. Da diskutieren wir, ob 10% oder 20% von unseren 30% wir darüber überholen. Aber das wird den Schritt bringen. Sonst, die Basis haben wir geschaffen, aber es ist auch, um das wirklich zu messen, wie viel Prozent holen wir raus, brauche ich natürlich auch eine gewisse Anzahl an Entwicklungsprojekten, die ich durchlaufen habe. Wir sind ja da immer noch prototypisch unterwegs, auch wenn wir es mehr und mehr in die Breite bringen. Ja, also ganz konkret haben wir ja im kommenden Jahr eine reale Maschine vor uns, um gemeinsam das komplette Konzept mal auszutesten, wie weit wir dort kommen. Dann werden wir auch sehen, ob es 10% oder 15% oder 20% bereits im nächsten Jahr bringen wird. Ja, sehr, sehr spannend. Und wir starten wann und wie? Was ist die Voraussetzung, damit wir starten können im nächsten Jahr? Und wie sieht das in Ihrem Hause aus? Also was muss konkret getan werden, um diese Arbeitsweise dann auch wirklich in die Praxis, in den realen Serienmaschineneinsatz zu bringen? Also zunächst mal, wir sind ja dabei, gemeinsam ein Produkt zu definieren. Wir sind dabei, das rauszusuchen, damit es genau für die Applikation passt. Das bringt nichts, ein zu komplexes Produkt zu nehmen und zu einfach. Es wird dann auch jeder sagen, an dem hätte es jeder gekonnt. Also suchen wir so eins in der mittleren Komplexitätsgröße heraus, das wir beherrschen können, aber auch ein Stück weit repräsentativ ist für unsere Entwicklung. Das wird, es ist schon passiert, das müssen wir vielleicht noch kommunizieren, das wird in den nächsten Wochen passieren, dann werden wir das starten. Wir haben die Voraussetzung mit dieser Truppe für dieses neue Innovationsprojekt geschaffen. Die Voraussetzungen sind da. Wir werden das erfolgreich absolvieren und Teile davon, die wir gemacht haben, werden wir Zug um Zug in die anderen Bereiche überführen, wie zum Beispiel das Virtual Reality, das war am Anfang auch ein Exot, heute ist es ein Standard. Im Entwicklungsprozess. Also da stellt sich natürlich gleich die Frage, wenn wir gemeinsam starten, das ist vielleicht auch nochmal spannend für die Zuhörerschaft, wie viele Maschinen sind bei Ihnen überhaupt Serienmaschinen, wie viele Maschinen sind Sondermaschinen und wie viele Maschinen werden nach dem Ansatz Copy, Paste and Modify quasi realisiert? Bewegen wir uns hier im Sondermaschinenbereich, im Serienmaschinenbereich? Also wir kommen, ich habe ja die Statistik irgendwann mal gezeigt, wir kommen von einem wirklichen Sondermaschinenbau. Wir hatten bei rund 450 Maschinen, in einem Jahr hatten wir genau 6 Maschinen, die identisch waren wie eine andere Maschine. Ja, alles andere waren Sonderausführungen. Aber der Anteil der sehr ähnlichen Maschinen, der wird deutlich höher werden.
Das wissen wir. Wir haben ja auch unser VarioSys als Produkt. Das ist ein weitgehend standardisiertes Produkt, wo wir auch ganz andere Lieferzeiten haben. Da reden wir für 7 Monate. Im einen oder anderen mag es lang erscheinen. Im pharmazeutischen Bereich sind Lieferzeiten von 7 Monaten sehr kurze Lieferzeiten. Da treiben wir die Standardisierung voran. Insofern erwarten wir natürlich auch, dass der Anteil an gleicher oder sehr, sehr ähnlicher Produkte deutlich zunimmt. Ja, also eine sehr, sehr große Herausforderung für uns, auf die ich mich wahnsinnig freue. Ja. Sie, meine lieben Zuhörer, lade ich ganz herzlich ein, mit uns in den Dialog zu treten, direkt live an der Maschine. Wir können Ihnen auch dort die Themen einzeln live zeigen, was wir ganz konkret getan haben und wo wir auch noch hin möchten. Auch hier sehr, sehr spannendes Thema, kann ich Ihnen versprechen. Und Herr Dr. Gehringer, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für dieses Gespräch. Vielen Dank. Okay.